Zu wenig Geld, zu wenig Personal und immer mehr Patienten. So sieht der Alltag in unseren Krankenhäusern aus. Die Bundesregierung will jetzt gegensteuern und hat eine Finanzspritze von 3 Milliarden Euro jährlich für die Kliniken beschlossen. Außerdem sollen 21.000 zusätzliche Pfleger eingestellt werden. Ärzte und Krankenhäuser sagen aber, das reicht nicht und fordern insgesamt 7 Milliarden Euro. Zahlen muss den Großteil der Kosten am Ende der gesetzlich Versicherte. Martin Toroxel und Pamela Schlatterer berichten. Frühschicht für Schwester Stefanie. Nur zwei voll ausgebildete Schwestern sind für 34 Patienten zuständig. Blutdruck messen, Patienten zu Untersuchungen bringen, im Akkord. Wir sind im St. Franziskus Hospital von Münster, Abteilung Innere Medizin. Hier liegen auch Krebspatienten. Es ist viel Arbeit für Schwester Stefanie. Sie fühlt sich überlastet. Man hat immer die Zeit im Hintergrund, also immer im Hinterkopf. Und wenn man halt das auf mehr Personal verteilen kann, denkt, dann ist der Patient auch besser versorgt. Mehr Personal wird kommen, das hat die Regierung heute beschlossen. 21.000 neue Pflegekräfte sollen in den nächsten 3 Jahren eingestellt werden. Trotzdem wird es dauern, bis die Krankenhäuser Entlastung spüren. Viele Pfleger müssen erst ausgebildet werden. Es ist eine Antwort auf den Beschäftigungsabbau, der in den letzten Jahren vor allen Dingen auch zulasten des Pflegepersonals stattgefunden haben, und eine Antwort auf die Arbeitsverdichtung, gerade im Pflegebereich. Erst kaputt gespart, jetzt wiederbelebt mit einer 3 Milliarden Finanzspritze, so sehen Krankenhausmanager das Gesetz. Man hofft, dass doch die Politiker endlich mal erkennen, dass die Zitrone Krankenhaus ausgepresst ist. Noch eine Zitrone, die da ausgepresst wird, sind die Beitragszahler der gesetzlichen Krankenkassen. Die Gesundheitsministerin spricht von 0,3% mehr. Experten gehen von einer Steigerung von 14 auf bis zu 15,8% aus. Bei einem Gehalt von 2.000 Euro sind das 16 Euro mehr. In Berlin wollen morgen 60.000 Krankenhausmitarbeiter für bessere Bedingungen demonstrieren. Ihre Anreise finanzieren übrigens die Krankenhäuser aus den Klinikbudgets. Und mehr Informationen zur gesetzlichen Krankenversicherung finden Sie auch auf unserer Internetseite rtl.de. Mit harten Worten rechnen.